Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, Yu-Gi-Oh! Der Fresh, der Zerstörer oder Rechef. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Oh, Idiot. So. Jetzt, ich wollte in den Game Shop, denn das ist der Kartenladen hier. Großvater, ich bin wieder da. Mal sehen, irgendwelche neuen seltenen Karten da. So. Mit anderen Worten, wir können hier jetzt kurz mal schauen, was für Karten der hat. Aber wie ich sehe, jetzt nicht besonders krasses. Eher bad. Könnte man noch einen Wind nehmen, aber so dringend ist das jetzt nicht. Besten Dank auch, sagt er. Aber hier können wir jetzt ein Duell gegen Joey machen auch. Na klar, nehme ich mit dir auf. Und gegen Yuki können wir auch ein Duell machen. It's my turn. Ich outplay ihn mit Wasser. Details. Entzaubert er ein Monster in die Dunkelheit verbannt. Okay, also muss sie verteidigen. Also ich verteidigen muss, glaube ich, mal mit dir an. So. It's my turn. Oh, finde ich schön, dass er ein bisschen spricht. So. Meine, wir besiegen hier gerade Joey. Aber ich kann euch gleich mal fragen, ob ihr Lust habt auf noch ein Yu-Gi-Oh! Projekt. Also nach dem hier. Ob ihr halt am besten gesagt nochmal Lust habt auf ein Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Projekt. Nochmal den ersten Teil durchspielen. Und dann den zweiten. Ihr Lust drauf habt. So, greifen wir an. Wir haben ja unseren Leogun gerufen. Damit sollten wir das Duell relativ schnell haben. Es reicht leider nicht ganz aus. Ja, hab's gepitzt, dass es deine Runde ist. So, wir beenden das hier. So, gewonnen, Kapazität um 1 gestiegen, 60 Domino erhalten, Faustcamper bekommen. Schön, ja, glaube, du spielst ganz gut. Ja. Okay, mal sehen, was unsere Decks machen. Okay, ich wollte eigentlich mit Thea versuchen zu quatschen. Muss ich hier auch noch anfangen. My turn. Da kommt wieder Pilzmann. Oh mein Gott. Mehr Glück als Verstand. Ich tue Tribut beschwören. So, Leogun ist unser Carry hier jetzt. So. Wollte eigentlich mit Thea quatschen. Aber gut. Komm ich mit dir durch? Ob ich so viel Pech habe. Okay. Kann passieren. Ist okay. Oh mein Gott, er hätte gerade ein Windmonster gehabt, um ein Tierchen kaputt zu machen. Danke, Falle, dass man mein Leben rettet. Uff, hab gerade gedacht, er hat noch eins. Ja, mehr Erde. Die Erde carried uns, habe ich gehört. Und komische Ente kann angreifen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Weltkapazität um 1 gestiegen wieder. Und 97 Domino und linkes Bein der verbotenen Exodia. Dir scheint, machst du es richtig. Simmer, pass auf. Danke. Duell mit mir? Wenn du zu viel Zeit hast, dann hilf Ishizo. Okay. Genommen. Du willst dich mit mir duellieren? Na klar doch, da bin ich dabei. Nur eine solche Karte ante nicht möglich, okay. Einer Karten sind nicht möglich, okay.
Ich verteidige mich erstmal, um zu schauen, was er so für Karten hat. Ich weiß nicht, was für Tristan, was er so spielt, aber anscheinend bitte gar nichts so Starkes, soweit ich das einschätzen kann. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen langweilig, weil wir Ishii jetzt nicht direkt helfen. Ist mir bewusst, tatsächlich. Aber ich möchte halt so sehen, wie gut die Leute sind und auf was ich mich so ein bisschen konzentrieren muss. Weil bis jetzt scheint es immer ziemlich ausgeglichen zu sein hier, die Duelle. Und es läuft ja eigentlich an sich auch gut, würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, nach dem Duell gegen Tristan, dass wir sehr wahrscheinlich gewinnen werden, gehen wir speichern. Und ja, wenn ich dann speichern war, schauen wir mal, ob wir zu Ishizos Sache uns hinreißen können. So, gewonnen. Kapazität steigt nur um 1. 7 Domino Haniwa bekommen. Wenn du glaubst, dass ich gut genug bin, mit dir duelliere ich mich doch jederzeit. Okay. Wenn du glaubst, dass ich gut genug bin, dann duelliere ich mich mit dir jederzeit. Okay. No, akzeptiere ich so. So, einmal kurz speichern, um die Lebenspunkte wieder herzustellen. Alles so. Wenn du landen, dann steigt ein. So sollte es sein, aber so einfach ist es nie. Wenn ihr mit dem Duell Express fahren wollt, müsst ihr erst an uns vorbeikommen. Wenn ihr dieses Doppelduell gewinnt, dürft ihr mitfahren. Ich habe ja nicht erwartet, dass es einfach sein wird. Aber gleich an ein Doppelduell, um uns zu testen? Wir haben keine andere Wahl. Sie dürfen nicht jeden Duellanten in den Zug lassen. Ja, aber für ein Doppelduell brauchst du einen Partner. Mit wem möchtest du spielen? Yugi, komm her. Okay, du kannst dich auf mich verlassen. Spiel ich mal so. Als ob du das so machst. Bin ich jetzt aber nicht Korall. Ich darf Tribut beschwören. Wenn er jetzt ein Elektro... Als ob... Als ob... Das nenne ich mal an, Lucky. So, aber ich bin darauf vorbereitet. Also, wenn wir gegen das Mikrofon hauen. Aber ja. Sieht ja ganz okay aus. So, was macht die Karte hier? Es zerstört alle Karten auf dem Spielfeld und in den Händen. 550, als ob. Das Duell stressig. Ja, gar nichts, Karte. Tja, sieht aus, als wäre ich down. Jo, da wurde ich besiegt. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von dem Part hier. Deine Einsteigung. Wir versuchen es einfach nächsten Part nochmal. Ich bin echt müde, deswegen kann ich nicht so lange kommentieren oder kein längeres Video draus machen. Ich würde sagen, wir versuchen es entweder nochmal nächsten Part oder wir farmen noch ein bisschen Karten oder so. Okay, hier gibt's auch lauter Kram zu machen. Gut, dann kümmern wir uns darum im nächsten Part. Ja, ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da und vielleicht auch ein Abo. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.